Darum. 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 Afrika. Das ist also Hamburg, ja? Ja. Mit was bezahlt man hier eigentlich? Mit Gold. Mit Fisch. Fischkopf. Ich würde so gerne die Klappe machen. Hey, ich halt mal die Klappe, ne? Hi. Wow. Hallo. Da seid ihr endlich. Ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. Ja, in meine Augen. Okay, aber in die zwei da. Welche denn sonst? Die gehen verschieden zu und auf. Das guckt nach unten. kannst du die auch steuern? Ja. Kannst du das mit Absicht machen? Natürlich. Mach mal A. Ich hab A. Yeah. Oh. Oh, geht. Oh, okay. Ja. Aber ey, das ist jetzt hier wirklich kein Alleinunterhaltungsprogramm. Wir starten alle an. Ihr könnt auch mal was von euch jetzt. Hey, was macht ihr für Musik? Wo kommt ihr her? Warum? Wie lange spielt ihr schon zusammen? Was sind eure Einflüsse? Ihr habt euch kennengelernt. Wie viele Platten verkauft ihr denn überhaupt? Und so weiter. Und jetzt der Reihe nach. Frage 1. Ich erinnere mich nicht mehr an Frage 1. Natürlich war es ein Traum. Ich träume davon, dass die Menschheit und die Maschinen nicht gegeneinander kämpfen, sondern dass die Maschinen die Menschheit in eine bessere Zeit überführen. Das ist mein Traum und dabei möchte ich der Menschheit helfen. Deswegen bin ich hier. Und das ist alles, wofür ich kämpfe und singe. Hier kommt der Typ mit dem Telefon im Gesicht. Einmal gesehen, du vergisst ihn nicht mehr. Geht nicht, Schuhmecker schläft nicht. Geht zur Spätschicht, glüht und leuchtet, doch vergeht nicht. Die Welt steht nicht still, da kannst du machen, was er will. Schuhmecker liebt dich nicht, doch er schiebt für dich den Regler, der für den Beat ist hoch. Und er schiebt den Regler, der für den Bass ist hoch. Der Pegel bis zum Anschlag, alles auf hoch. Das besiegeln wir per Hamburger Handschlag. Es wird Zeit, dass hier einer Dampf macht. Wer das hier ein Anschlag, werden sie alle tot. In deiner Hose ist Kot. Und wenn du glaubst, du kannst das auch ein schnellen Antrag. Doch jetzt halt mal kurz dein Maul, sagst du, Mecker, hätte Andacht. Bitte alle in diesem Raum befindlichen Personen ihr Telefon ausschalten. Nein. Ich mache jetzt mal die Klappe. Ich habe musikalisch insofern einen Traum, als dass ich mir hoffe, dass es sich immer weiterentwickelt mit dieser Band zusammen, auch selber persönlich, also dass dort immer wieder neue Dinge entdeckt werden können und dass es nicht irgendeinen Punkt gibt, an dem klar ist, okay, das ist es. Also das gibt's für mich auch nicht. Also so, ich glaube, wir machen tatsächlich das, was unser Traum ist. Also dass wir nämlich jedes Mal so neu rangehen, wenn wir Musik schreiben, dass wir nicht sagen, ja, jetzt haben wir unser Schema, nach dem wir vorgehen, sondern wir wollen uns weiterentwickeln. Wie ist denn das bei dir? Bei mir? Der Plan ist natürlich klar. Und zwar? Die Weltherrschaft. Die Weltherrschaft der Maschinen. Mit Stubenhecker an der Spitze. Streets, I see it in your eyes that you want.
should respect when I say no. And no. Also ich gehöre auf jeden Fall zu den ganz, ganz oldschooligen Menschen, Vollmenschen. wie nennt man das, was du bist? Ist das ein Nullmensch oder ist das noch Teilmensch? Nee, das ist, ich bin die Mensch-Maschine. Das ist schon ein Hybrid, kann man sagen. Ein Cyborg ist die gängigste Bezeichnung für das. Also ich wäre nichts ohne meinen menschlichen Körper. Ja, das heißt, ein menschlicher Körper ist quasi der Host. Ja. So wie der menschliche Körper auch so der Host für so einen Geist ist. Ja, Geist ist ja eine lustige Theorie, die Menschen sich ausgedacht haben. Das gibt's ja nicht. Was? Erzähl mal mehr. Du glaubst an Geister, oder was? Nicht Geister, aber an meinen eigenen Geist, glaube ich. Was ist denn der Geist? Ist das etwas, was übrig bleibt, wenn du stirbst? Das, was sich die Gedanken macht, oder? Nein. Sondern, was ist das? Das ist Elektrizität und Moleküle und chemische Verkettung im Gehirn. Was bin denn ich? Du bist Biomasse. Wollen wir noch was zusammenspielen eigentlich? Session? Meine Damen und Herren, wir müssen uns auf eine Tonart einigen, wenn wir jammen wollen. Tonart? Was ist das? Habt ihr eine Tonart? Gibt's das? G-Moll zum Beispiel. G-Moll ist eine Tonart, die gut passt. G-Moll. Still I came to overcome all of our intentions. You mentioned you wait for the right time. You wait all your lifetime. Das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Es ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich jetzt. Dankeschön. Stubenhacker? Ja. Schlafenszeit? Ich schlafe ja nicht, aber ich könnte einen Neustart vertragen. Okay. Neustart, na, wie wär's mit Ausschalten? Nee. We try. Ja. Oh, du schläfst. Das denkst du. Gute Nacht, Aline. Gute Nacht, Stubenhacker.